Freunde, was geht ab? Wir sind mitten auf der Convention. Was für, merkt ihr das? Ich will eine Sache sagen, direkt kommt das. Wir haben vergessen, ein Intro aufzunehmen. Heute geht's um eure Anime-Empfehlungen des Jahres. Viel Spaß mit dem Video. Edgy-Anime sind? Geil. Anime-Empfehlung dieses Jahr. Mhm. Wo du sagst, das ist es. Was dieses Jahr rauskam? Awashi. Awashi? Awashi ist geil. Ich dachte, du würdest mit Spy Family anfangen. Sagt er, Spy Family ist... Anya ist es, Mann. Anya ist es. Bro, die ist 6. Die ist nicht so sexual geil, sondern sie ist cute, so, weißt du? Spy Family ist geil. Ja, ja. Anya ist geil. Anya ist krass. Was ist eure Empfehlung dieses Jahr? Empfehlung? Devilman Crybaby war geil. Fire Force, no joke. Du hast kein Hentai. Hentai? Keine Ahnung. Weiß er nicht. Es ist jetzt gerade ein bisschen weniger, deswegen... Radio auf Fehler. Amir, Kurono, Bruder, was hast du getan mit den Leuten? Wirklich, geht nicht. Was geht ab, Mann? Anime-Empfehlung des Jahres? Spy X Family. Warum, warum? Was? Warum, weshalb, wieso? Stopp. Nein, Spaß. Alles gut. Warum, weshalb, wieso? Warte mal, des Jahres, ne, hast du gesagt? Was kam denn dieses Jahr alles raus? Bleach. Ja. Bleach. Wer Bleach nicht guckt. Und Newcomer? Chainsaw Man wird wahrscheinlich krass. Ja. Ich hab den Manga nicht gelesen, aber Bruder, wenn jeder den cosplayt jetzt schon seit 3 Jahren. Ja. Dieses, wie heißt der andere Fußball-Anime, der jetzt gerade... Awashi. Ist, der Mann hat geheult, nachts. Ja, ja. Nachts geheult. Anime-Empfehlung dieses Jahr. Meine Anime-Empfehlung dieses Jahr, selbstverständlich The Gray Man, der beste Anime aller Zeiten. Der rauskommt. Der rauskommt dieses Jahr, oder rauskam. Ja, der hat nichts geguckt, Freunde. Spy X Family, mega geil. Ich habe bisher 5 Folgen geguckt. Richtig cool. Hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen. Blue Lock. Mhm. Ich lese den Manga. Ist auch ich super. Erwarte viel. Ich habe sehr hohe Expectations, sage ich so. Mhm. Und einer, den überhaupt gar keiner genannt hat, Hell's Paradise. Boah, auch ja. Von Mappa, auch von Mappa. Der kommt dieses Jahr, ne? Dieses Jahr. Ja. Und ich glaube einfach, dass ich glaub, der wird so unter. War ja krank, ne? Der Trailer war schon krank und der wird von Mappa animiert. Deswegen sage ich euch so. Auge drauf halten. Hast du Awashi schon geguckt? Ja. Oh, der krank, das oder? Das ist geil. Weißt du, was ich an Awashi so gut finde? Dass es realistisch ist. Es ist realistisch. Wir haben keinen übertalentierten Hauptprotagonisten. Nein. Der ist einfach nur diese Willenskraft. Genau, Willenskraft. Willenskraft. Die dahinter steckt. Ich finde, das ist der realistische Anime. Ich glaub, in der Sportgenre, ne? In der Sportgenre. Und das Problem ist halt einfach... Ein bisschen realistisch ist Hajime no Ippo, was dieses diesen Trainingsvibe angeht. Ne? Genau. Boah, wo sind wir, Saturn? So, Freunde, wir fragen jetzt einfach mal die Publisher. Wir haben ja jetzt den einen oder anderen gehört, welche Empfehlung er geben würde. Jetzt fragen wir mal den Publisher, die unterschiedlichen. KSM, Crunchyroll. Welchen Anime empfehlen sie dieses Jahr? Wir fragen die Leute, eigentlich fragen wir Zuschauer, welchen Anime sie dieses Jahr empfehlen würden? Da dachten wir, warum fragen wir eigentlich nicht die Publisher sozusagen oder die, die dort arbeiten? Das ist eine gute Frage. Meine Anime-Empfehlung dieses Jahr ist auf alle Fälle Belle. Ja. Das ist der Kinofilm, den wir nächste Woche auch in die Kinos bringen. Erstmal Werbung, ja. Und es geht einfach darum, Belle ist im digitalen Zeitalter. Und es ist eine große Welt, in der 5 Milliarden User sind und sich die kleine Susu mal darin zurechtfinden muss und dann eben zu dieser wunderschönen Belle wird. Und es basiert auf Die Schöne und das Biest und es ist einfach mit eins meiner Lieblingsmärchen. Ich meine, wer mag keine Disney-Märchen? Richtig. Und daher ist das halt meine Empfehlung für dieses Jahr. Werbung, ne? Nein, also ich muss sagen, ich habe Belle letztes Jahr in Berlin auf der Premiere gesehen mit Mamoru Hosoda. Dann mir nochmal 4-mal zu Hause angeguckt mit den Screenern. Und nächste Woche schaue ich es mir jetzt auf Deutsch an. Ich glaube, ich muss das gucken, sonst wird es hier... Dankeschön. Ja, gerne. Nein, Spaß, als ob. Hallo, darf ich eine ganz kleine Frage stellen? Ich nehme mal an, wenn man hier arbeitet, dann schaut man auch selber Animes. Das ist so eine Vermutung von mir. Gelegentlich. Dieses Jahr, welchen Anime würde man jetzt empfehlen? Jetzt. Jetzt gerade wäre es natürlich Spy Family. Ja. Also Mischung aus ein bisschen James Bond mit Familiencomedy und ein bisschen so DDR gegen Westdeutschland von vor ein paar Jahrzehnten. Ja. Ist recht spannend und lustig gemacht und zuckersüß mit der kleinen Tochter aus dieser Spionagefamilie. Ja. Das ist eigentlich was man jedem empfehlen kann. Sowohl Action als auch Comedy als auch ein bisschen Romanze. Klingt abgedroschen, aber ich habe bisher noch keine Person gesehen, der es nicht gefallen hat. Ich habe auch nur Gutes bis jetzt gehört, deswegen. Ja. Und gibt es ja auch bei uns bereits 2 Wochen, nachdem es in Japan läuft, schon mit deutscher Vertonung. Das ist immer wichtig für die ganzen Dub-Fans, ne?
Dankeschön. Ja, gerne. Blue Lock soll ja krank sein. Ja. Und eigentlich, muss ich ehrlich sagen, springe ich nicht so auf Hype Trains auf, aber er sieht schon sehr sexy sieht aus. Sieht gut aus, ne? Ich denke, Mappa machst du Sport-Animes allgemein? Ja, ja, auf ja, jeden ja. Fall. Hast du schon Awashi geguckt? Nee, gar nicht. Boah. Gar nicht. Ja, ist krass? Ich sag euch, ich hab geweint. Nein. Bei Bilal zu Hause. Tränen. Fragst du, okay. Satu, Awashi war krank, oder? Ja. Ganz klar, Attack on Titan. Neueste Staffel, aber auch generell, was gerade passiert. Also ohne zu spoilern, 2003 fing es ja, glaube ich, an mit dem Anime. Ja. So, und mittlerweile, ich finde vom Storytelling ist Shingeki no Kyojin locker auf so einem Level wie One Piece. Worldbuilding überragend. Das ist unglaublich. Und Animation müssen wir halt nicht drüber reden. Character-Building. Character. Es ist zu gut. Ja. Es ist halt eine in sich geschlossene Welt. Und es werden Dinge, die in Chapter 1, 2 passieren werden, später nochmal. Genau. Daran merkst du immer, finde ich, dass eine Story von Anfang an durchdacht ist. Und das hast du halt, finde ich, bei vielen Stories leider nicht. Bei One Piece merkt man das dann halt. Bei One Piece merkt man es genauso. Und das ist halt, glaube ich, die Parallele, die mir so gefällt. Ja. Es hat auch ähnliche Themes. Es geht halt um Freiheit viel so genau. Und was das bedeutet. Nun, Eren Jäger, die Thematik noch tiefer und weiter viel durch, tiefer. Als jetzt ein Ruffy, der einfach nur rumsegeln will und Abenteuer machen will. Wobei man bei Ruffy dann auch die Tiefe dann da absolut. Spürt. Aber so Eren bringt es mehr hervor halt. Genau, ne? genau. Sehr gut. Nur ein bisschen natürlich sneaky, dass sie sagen, Final Season, und dann hast du ein Part, dann hast du noch ein Part und jetzt kommt noch ein dritter. Yeah. Das ist ein bisschen aber too much, da versuchen die natürlich halt auch ne, natürlich. Alles rauszuholen. Nee. Auch, man muss ja auch bedenken, vielleicht wäre es dann noch mehr CGI, ne? Ja. Wenn sie es zu schnell ja, solange nicht PS2 Kaido wiederkommt. PS2 Kaido soll nicht wiederkommen. Vinland Saga kam zwar 2019, aber stand jetzt von den New Gens Animes außer Attack on Titan. Macher hier. Attack on Titan darf man eigentlich nicht dazuzählen, aber ist Vinland Saga wirklich von der Story her, von den Emotionen, von den Kämpfen, von der Musik, von dem Worldbuilding, ja, es ist zu krass. Ja. Und die Musik ist krank. Es geht ja noch weiter. Ja, ja, natürlich. Also, Staffel 2 kommt ja jetzt. Staffel 2 kommt jetzt raus und da passieren behinderte Sachen. Also Vinland Saga, wirklich Anime des Jahres für mich. Anime, die ihr... Das ist ein Anime, den ihr gucken müsst. Von diesem Jahr nicht wirklich. Also es gibt halt immer... eigentlich relativ gute, aber vom letzten Jahr habe ich einen, der noch relativ unbekannt ist, aber auch ziemlich gut war, das ist das Otaxi. Ja. Der war auf jeden Fall eine sehr gute Überraschung. Bei dir dann natürlich die Frage dann eher, welcher Anime hat dir bis jetzt am meisten gefallen? Ich bin totaler Kill la Kill Fan. Ja. Und Clannad. Oh, Clannad auch super schön, ja. Vinland Saga. Stark. Du? Vinland Saga. Vinland Saga? Vinland Saga ist stark, du? Sei ehrlich, was sagst du den Leuten, die müssen dieses Jahr gucken? Ich habe schon Hentais gehört, oder wo ich gelaufen bin. Nein, aber am Ende sind es meine Eltern. Ich habe dieses Jahr nicht viel geguckt. Ja? Aber was ich krass fand, war... Da hast du gerade geredet, als ob du nur noch Anime guckst. Ich habe One Piece angefangen, krass, ehrlich. Ich machte One Piece an. Das ist eine gute Empfehlung für dieses Jahr, dankeschön. Spikes Family. Stark? Ja. Ja? Spikes Family. Okay, Das ist was Neues. Okay, komm, Chainsaw Man auch noch. Chainsaw Man? Ja, Chainsaw Man. Ich lese okay. Den Manga. Okay. Bruder, Bleach! 1000 Jahre Junge, guck, aktuell Bleach. Ja, ihr müsst alle Bleach gucken. Ich mein's ehrlich, hört auf, Bruder. Egal, was ihr gerade guckt, guckt Bleach. Chainsaw Man, soll ich will Bleach sogar nochmal rewatchen. Bruder, Bleach ist krass. Bleach ist krass. Ich liebe Bleach. Bruder, ich hab auch Haare an. Ja, du bist, ne? Du bist ich lieb aber auch Zorro. Ja, Bruder, Zorro ist auch krass, Bruder. Vor allem ich hab BBC, ja, du weißt ja. Chainsaw Man haben wir auf jeden Fall auch drin. Ja. Also ich habe den Manga durch von Chainsaw Man und ich sage euch ehrlich, dieser Anime wird maximal explodieren. Glaubst du? 100%. Ja? Wird wahrscheinlich sogar noch mehr Jujutsu Kaisen explodieren, ja? Glaube ich. Und eine Sache, die viele Leute ein bisschen nicht gucken oder nicht auf dem Schirm haben, gerade läuft Summertime Render. Das ist so ein Anime, der ist wie ReZero. Ja? Da geht es auch so um, ja, wie soll ich sagen, jemand stirbt und dann versucht er quasi in seinem Leben Dinge zu verbessern und so weiter. Ja? Aber Summer Time Render ist richtig nice. Rein da. Ich check alle seine Kanäle. Mein Gott, der ist der sympathischste, den ich kenne. Woher wirklich, ich hasse. Unnormal. Und du weißt selber, ne? Das muss jetzt auch wirklich an die Community gesagt ja. werden. Ich habe ihm damals gesagt, Bruder, wir sind die neue Generation, weißt du? Wir haben Hunger, wir ziehen durch, weißt du? Und wir sorgen dafür, definitiv den ganzen Markt zu ändern. Ich sag dir ehrlich, das, Bruder. Das Ziel. Das Ziel. Hundertprozentig. Und so das Ziel gesetzt, wie früher die Animes geguckt, man macht's auch. Freunde, das waren die Anime-Empfehlungen dieses Jahr von den ganzen Zuschauern hier und natürlich den Content-Creator. Und es gibt eigentlich einen, auf den sich jeder freuen muss und das ist Bleach. Kein original neuer Anime, aber eine Fortsetzung. Deswegen, danke für euren Support und ich freue mich auf eure Kommentare.